Hallo, da bin ich wieder. Da steht es geschrieben, Open Every Day, der legendäre Street Food Market, Weekend Market hier in Pattaya, Tepasit Night Market. Und der hat jetzt jeden Tag geöffnet, aber ich habe ein Video gemacht letztes Wochenende, da war es hier natürlich voll. Aber jetzt wollen wir doch mal gucken. Es begann am 7. Februar, dass der also täglich geöffnet hat. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob das wirklich auch Auswirkungen hat. Denn ich bin gerade hier durchgefahren, habe mein Motorbike geparkt und naja, wir schauen mal. Also da steht es geschrieben, Open Every Day ab dem 7. Februar. Und es fängt schon damit an, also hier, wer die Location hier kennt, hier ist so eine kleine Bar, da habe ich gerade so gedacht, die ist ja noch gar nicht auf. Aber jetzt hat sie gerade das Rollo vor dem Kühlschrank hochgemacht. Kein Mensch hier. Normalerweise sitzen also hier die ersten Kandidaten und verzehren kühle Kaltgetränke. Also, wir gehen jetzt mal hier durch. Ich bin also vorhin hier durchgefahren, habe mein Motorbike dort hinten abgestellt. Denn hier auf der Straße, kann ich euch mal eben zeigen, hier ist nämlich eine riesen Baustelle. Also das war normalerweise hier für die Motorbiker immer ein guter Platz zum Parken. Und nicht nur hier, sondern auch da weiter. Das ist also hier die ganze Straße, die ganze Tepasit Road, ist eine einzige Baustelle. Zumindest jetzt auf dieser Seite. Auf der anderen Seite hat der Fortschritt schon etwas Einzug gehalten. Also hier noch einmal. Keiner sitzt da außer der Traffic Guide hier. So, wir gehen jetzt mal in den Markt rein und schauen uns mal ein bisschen um. Ach, ich vergaß. Auch hier, bevor wir reingehen, ich vergaß nämlich, hier vorne ist ja der, ja, ist nicht ein Trödelmarkt, aber ist so ein Markt, der alles hat. T-Shirts und also hauptsächlich Klamotten und hier diese Handy-Zubehörs und Massagen. Und auch hier gibt es ein paar Änderungen, beziehungsweise der war ja auch vorher nur am Wochenende. Kannst also sehen, ist nicht viel los. Hier vorne ist der Massagebereich. Da war eigentlich immer was los. Aber jetzt sehen wir mal hier, das sind nur zwei Reihen. Einmal rechts und einmal links. Normalerweise wäre hier nämlich vor dem 7-Eleven auch noch eine Reihe. Normalerweise sind es drei Reihen mit Verkaufszelten hier. Und jetzt sind aber nur zwei und auch nur mäßig besucht. Aber das kann natürlich auch alles daran liegen, dass das Ganze noch ein bisschen neu ist. Nicht jeder weiß, dass hier jetzt jeden Tag verkauft wird. Also ich will jetzt da nicht Kritik üben, aber ich will helfen, dass der Markt ein bisschen ins Rollen kommt. Dass der eine oder andere Deutsche, der dieses Video sieht, auch mal unter der Woche hier vorbeigeht. Hier nochmal einen kleinen Einblick in das Vorgeschehen hier. Hier geht es rauf zur Parking Zone. Da ist also ein Parkdeck da oben. Und ja, ist jetzt hier nicht weiter wild. Hier braucht man hier gar nicht erstmal reinzugehen. Man sieht auch hier, dass ein paar von den Shops da auch noch geschlossen haben. Aber ja, auch hier sind normalerweise ein paar Shops mehr. Ist also noch ein bisschen mäßig besucht, sagen wir mal. Ja, und hier ist eigentlich so der Beginn des Marktes, des Streetfood-Markts. Da haben sie jetzt aber, das muss ich dazu sagen, sehr schön gemacht. Hier kann man nämlich jetzt schön sitzen. Man kann sich also unterwegs irgendwo was zu essen kaufen und sich dann hier hinsetzen. Auch neu sind die Food Trucks hier. At the beginning of the market, also am Anfang des Markts. Hier sind also einige Food Trucks, so Mini-Food Trucks. Also nicht riesen Dinger, aber wie man hier sieht, ein kleines Ice Cream Truck. Ja, oder auch ein paar andere, also von allem etwas, hauptsächlich Getränke und so Kleinigkeiten, so Snacks. Aber es ist hier Musik. Habe ich auch nicht erwartet. Jetzt schauen wir mal weiter. Ja, und als eingefleischter Nachtmarktbesucher hier in Pattaya kann man auch sehen, die haben jetzt also auch gar nicht so viel aufgefahren, wie am Wochenende üblich. Und das werden wir jetzt auch fortlaufend sehen,
kann das also jetzt schon in einem Blick sagen. Die sind also noch ein bisschen vorsichtig, ganz klar. Kommen ja noch nicht so viele Leute, was sollen die auch jetzt hier Tonnen von Lebensmitteln hier vorbereiten? Gerade hier vorne, ganz legendär, diese gibt es zwei Shops, die also hier so Curries und so weiter verkaufen, also einen riesen Auswahl eigentlich haben an Thai Food. Aber hier bleibt noch einiges leer. Normalerweise ist hier vorne auch alles voll. Also hier bleibt immer noch ein bisschen was leer. Ist also noch in der Anfangsphase. Und hier, man kann sehen, hier. Nicht alle Shops haben auf. Das finde ich ein bisschen traurig. Allerdings kann es auch sein, dass sie noch andere Shops haben und die bisher immer nur am Wochenende hier gearbeitet haben. Und jetzt sich erstmal auch darauf einstellen müssen, können ihre Hauptarbeit, vielleicht haben sie noch einen Shop nebenbei oder einen Job nebenbei. Ja, deswegen, alles muss sich erstmal ein bisschen einspielen. Also nicht enttäuscht sein, wenn man jetzt hier vorbeikommt und denkt, es wäre hier genauso busy wie am Wochenende. Also das ist nicht. Und hier kommt noch ein anderer Kandidat, den ich eigentlich sehr liebe. Und das ist nicht unbedingt dieser Foodstall hier mit den Insekten, sondern der nächste hier vorne, der Chicken-Verkäufer. Also hier gibt es Halal Chicken. Eigentlich immer voll mit Chicken. Die ganze Auslage hier ist normalerweise voll mit Hähnchenteilen verschiedener Art. Und hier stehen die Leute auch normalerweise Schlange. Also das ist eigentlich der, ich würde meinen, der meistbesuchte Stand hier auf dem Night Market hier in Deprasit Road. Aber es gibt ja noch einen anderen Shop, so einen Seafood Shop. Den schauen wir uns auch noch mal kurz an. Das sind eigentlich die beiden meistbesuchten Shops hier. Dieser Hähnchen-Shop und noch der Seafood-Shop. Der ist, warte mal eben, sieht hier also völlig anders aus als sonst, weil eben so wenig Leute da sind. Ich muss mal eben gucken. Das ist nämlich der Shop, den ich meine, der Seafood-Shop. Das ist der wohl mit dem Chicken-Shop am meisten besuchte normalerweise. Und der hat gar nicht auf. Guck mal hier, du. Da ist noch ein bisschen Soße, ein bisschen Lachs. Vielleicht haben wir jetzt auch noch ein bisschen was vorbereitet. Die kommen erst später zum Zuge. Aber ich sag mal so, das wird noch ein Weilchen dauern. Wir haben jetzt eigentlich Hauptsaison. Aber die geht ja auch nicht so lange. Dann kommt ja wieder Regenzeit. Oder erstmal kommt die heiße Saison, dann kommt die Regenzeit. Also, naja, ich wünsche allen viel Glück hier. Aber das hätte man vielleicht erstmal nicht auf die ganze Woche ausbreiten sollen, sondern vielleicht auf die verlängertes Wochenende. Vielleicht so von Donnerstag an erstmal. Lass mal schauen, dass hier mehr und mehr Besucher kommen. Auch am frühen Wochenende, so ein verlängertes Wochenende quasi. Ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier, es ist 17.40 Uhr, also am Wochenende kann ich euch sagen, da ist es hier schon mega voll. Also, wir müssen Daumen drücken hier, dass dieser Wochenendmarkt, der Weekend Night Market, dass der ans Laufen kommt. Ja, das war jetzt so ein kleiner Überblick hier. Ich war eigentlich auf dem Weg woanders hin, aber ich dachte mir, komm, mal eben anhalten und checken, was hier los ist, denn das geht uns ja alle an. Wir wollen ja, dass es weitergeht und ja, da habe ich mir gedacht, halt's einfach mal an. Es macht jetzt keinen Sinn, hier noch mal ein bisschen umeinander zu laufen, weil ist eh nicht viel los. So, deswegen, ich sag mal so, bleibt alle gesund, braucht ihr keinen Doktor und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald.